Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition und in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr am schnellsten Fraktionstoken farmen könnt. In 10 Minuten bekommt ihr so plus minus 35 Stück zusammen, das heißt in 30 Minuten sind es knapp 100 Stück. Mit 100 Stück könnt ihr 5 Mal im Ruf aufsteigen und bekommt so 5 legendäre Engramme mit Belohnungen von der jeweiligen Fraktion, für die ihr euch entschieden habt. Also wenn ihr zum Beispiel die komplette Rüstung einer Fraktion bekommen wollt und diese Woche nicht viel Zeit zum Zocken habt, ist das der schnellste und effektivste Weg. Ihr fliegt dafür in die europäische Todeszone zum Trostland. In diesem Gebiet gibt es 3 verlorene Sektoren. Einer links von der Kirche, einer rechts von der Kirche und einer mitten in der Kirche. Ich habe das bei allen 3 Sektoren probiert und empfehle euch eindeutig den Sektor in der Kirche, da hier erstens immer alle 3 Fraktionspakete erscheinen, die ihr zerstört, um die Fraktionstokens zu erhalten, und zweitens, weil es angenehmer mit den Gegnern ist. Ihr seid hier weniger unter Beschuss. Ihr spaziert also rein, zerstört die Pakete, erhaltet so 3 Münzen und dann fliegt ihr auf keinen Fall zum Orbit, das dauert deutlich länger, sondern ihr lauft einfach wieder zurück, bis euch links unten angezeigt wird, dass ihr euch wieder im Trostland befindet. Dann einfach wieder umdrehen und den Ablauf wiederholen. Ich habe das jetzt 2x 20 Minuten gemacht. Das erste Mal hatte ich um die 80 Münzen und beim zweiten Mal 64 Münzen. So lassen sich im Durchschnitt ganz leicht 100 Tokens in 30 Minuten verdienen. Das sind also 5 legendäre Engramme bei eurer Fraktion. Also Hüter, guten Loot! Seit die Fraktionsvertreter im Turm sind, gibt es bei jedem Stützpunkt der einzelnen Fraktion etwas, das man mit einem Tanzparty-Schlüssel aktivieren kann. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt erstelle, ist noch nicht entdeckt worden, wie man einen Schlüssel bekommt. Sobald es die ersten Infos gibt, werde ich einen Kommentar unter diesem Video mit der Erklärung anpinnen. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, dass man diesen Schlüssel nicht bekommt, wenn man mit 10 Hütern daneben tanzt. Das war nämlich eine Theorie, die in der Community erzählt wird. Das stimmt nicht. Wie gesagt, sobald es die ersten Infos dazu gibt, werde ich einen Kommentar unter diesem Video anpinnen. Und das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einer Bewertung unterstützt. Und für mehr Destiny-Infos von mir könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back!